Da vorne sind Geschütztürme. Wo? Wovon redest du, Preston? Yeah. Knacken einfach mal die ganzen Schlösser. Cool. Patronen, Kronkorken. Leichtbau-Metallrüstung. Boah, 7. Das ist ordentlich. Ich sollte im Kopf behalten, dass du das tun kannst. Das können wir direkt mal unserem Kumpel dann geben. Okay, Preston, sollten wir jetzt erstmal die Rüstung geben. Was war das für eine Rüstung? Ich muss mir das echt besser merken. Ist ja schlimm da. Das ist echt immer unten bei uns bei Rüstung dann drin. Leichte Metallrüstung, rechter Arm, da ist es. So. Metallrüstung, rechter Arm. Dann Bein. Und das andere Bein. Er muss jetzt wieder Unterhemd und Jeans tragen. Aber die Rüstung ist ja... Ha! Bin ich hier überhaupt richtig? Oh, das war's schon. Ja, der hat eigentlich gar keine Hilfe wirklich gebraucht. Der gute Paladin Dance. Knochen der linken Hand, sehr gut. Meine Güte, das stinkt vielleicht. Munition. Das nichts. Da ist unser guter Paladin-Freund. Nuka-Cola-Quantum. Die ist echt gut. Die heilt ganz gut. Mentes. Ist er da runtergegangen? Zigaretten nehmen wir auch mit. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Okay. Was? Ist einfach durch die Tür durchgerutscht. Erstmal kurz einen Quick Save. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen. Ja, da bin ich gut drin. Nicht aufzupassen, wo ich hintrete. Achso, da sollte ich ja schleichen. Sieh dir das mal an. Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Wie? Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Das sieht irgendwie aus wie eine Falle. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Mach das. Schleiche mal ein bisschen durch die Gegend, auch wenn ich überhaupt nicht gut bin im Schleichen. Ich habe ja sogar richtig mies im Schleichen. Was ist denn ein Junk-Chat? Nett. Was ist denn das? Der schießt Müll?
Drücke R, um Gegner in den... Was? Was zum Teufel? Ach, Babyrassel, Dose, Feder, Golduhr brauche ich, Kamera auch. Lupe ist auch wichtig. Das hier ist doch unwichtig. Was? Das ist ja so lächerlich. Zigaretten. So. Ach, das ist unsere Munition. Ist das deren Ernst? Wie geil ist das denn? Warnung. Energieverlust. Triebwerkskern ist außer Betrieb. Oh mein Gott. Au. Verdammt. Das wär's. Superkleber ist nett. Zahnrad und Stahl ist immer gut. Um deinen Schuss voll aufzuladen, muss man Maus gedrückt halten. Oh je, Mini. Da hatte ich einen Tipp bekommen fürs Passwort und ich bin mir echt überhaupt nicht mehr sicher, wie der Tipp war. Half ist ein Treffer. H, das ist ein Treffer, das heißt ein H muss vorne sein. Was ist das hier? Ha! Hier ist Generatoren starten. Puh. Energieversorgung des Triebwerkskerns. Ein Fusionskern. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Wieso geht denn die Tür nicht auf? Jetzt aber. Wo sind Sie denn hin? Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. 5. Oh mein Gott, ist der Paladin noch drin? 4. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. 3. Was? Wie schnell zählt er denn? Mach doch! Triebwerk wird gezündet. Mach! Weich aus, Paladin! Lebst du noch? Test abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Optional überprüfe den Zustand. Sehr, sehr gut. Automatische Pistolen. Huch, Entschuldigung. Oh mein Gott! Alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut erwischt, aber dank meiner Powerrüstung ist noch alles dran. Das Wichtigste ist, dass wir noch leben und dass wir an den Körper kommen. Gehen wir. Schieß mal damit. Sehr gut. Was ein Schrott. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo müssen wir jetzt hin? Ist da jetzt oben ein Weg? Das Triebwerk ist jetzt an. Aber da geht's nicht lang, okay. Die Waffe, ey. Natürlich ganz praktisch, da kann man seinen Müll verschießen. Kann man auch die Institutionspistolen einfach reinladen und verschießen. Jede Menge Fusionszellen, das ist natürlich sehr angenehm. Was ist denn der
Wie, der Ausgang ist hier unten. Ach so, da drüben. Ach, hier kommt schon alle mit, denke ich mal, ne? Wo? Bewegung entdeckt. Eine Schrottknarre. Dass die überhaupt keine Geschosse fliegen. Oh, Paladin, geh mir aus dem Weg. Aber was macht Schaden, wenn man sehen kann? Ich hoffe, das war der letzte. Verdammt. Ich sehe das Ding nirgends. Versuch mal die Überreste der Sins. Sie waren vielleicht auch hinter dem Sender her. Was? Kompensiert panzerbrechend? Moment. Okay, eine 10mm Pistole, wo ich aber sagen muss, dass ich irgendwie meine besser finde. Aber wobei, die hat einen krassen, die hat krasse Werte. Na, schaff mal die hier weg. Und legen die dann einfach auf die 4. Kaliber 50, was ist das für ein riesiges Geschütz? Wofür brauchen die denn diese Munition? Nachtanken erforderlich. Okay. Spielzeugtruck. Als Kind wollte ich immer mehr über die Wissenschaft erfahren, aber naja, du weißt schon. Er hat auch gesagt, ich soll die Überreste der Synths untersuchen. Aber es sieht nicht so aus, als hätten die irgendwas dabei gehabt. Was war da noch? Hier. Ah. Verschwinden wir von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Okay, nehmen wir schon mal. Oh, die hat ein cooles Visier so. Das ist ja geil. Blutpäckchen ist auch noch immer sehr angenehm. So. Nach oben. Mal schauen, nicht, dass da noch irgendwelche Türen jetzt für Typen jetzt vor uns stehen. Anscheinend rennt er einfach mal vor. Das sieht sauber aus. Weiter geht's. Okay. Bis. Strahlung bekommen wir da einfach. Okay. Ach, sind wir jetzt hinter dem Lager? Okay. Paladin. Dance. Bleib doch am besten direkt in der Strahlung stehen. Entschuldigung, Paladin Dance? Naja, wohin willst du denn? Wir haben noch einiges zu besprechen. Hallo? Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Besser? Ich finde, es lief doch super. Wir waren nicht aufmerksam genug. Wir wurden mehrfach überrascht. Das ist nicht akzeptabel. Mit deiner Waffe hatten wir aber genau den Vorteil, den wir gebraucht haben.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Mission allein hätte abschließen können. Sehr gut. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Ui. Das ist natürlich sehr, sehr nett. Kriegt er dafür doppelten Schaden? Ja, wie geil. Brauchst du das nicht? Das ist nicht meine einzige Waffe. Soldaten der Bruderschaft führen immer eine Zweitwaffe mit sich. So, und was die zweite Sache angeht, ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können, aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten, oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Puh, wir sind doch aber bei den Minutemen. Was wären meine Aufgaben, wenn ich beitrete? Du denkst doch nicht wirklich darüber nach, der Bruderschaft beizutreten, oder, General? Du würdest meinem Kommando unterstehen und ich erwarte, dass du meine Befehle befolgst. Keine Söldnerarbeit mehr, sondern eine echte Aufgabe. Du hättest Zugang zu fortschrittlichen Militärwaffen. Außerdem würdest du eine eigene Powerrüstung erhalten. Am wichtigsten ist jedoch, dass die ganze Bruderschaft hinter dir steht, bereit, ihr Blut zu vergießen, um dein Leben zu retten. Das Angebot steht noch. Können wir auf dich zählen? Das kann man nicht machen, sonst ist Preston sauer. Und Preston ist wirklich einer, der hat uns am Anfang direkt geholfen. Sorry. Ich muss weiterziehen. Die Minutemen werden dich mehr brauchen, als es die Bruderschaft je könnte. Das ist schade. Nun, wenn du es dir anders überlegst, du weißt, wo du uns findest. Viel Glück. Ja, Preston, wir bleiben ein Team zusammen, ne? Aufgepasst. Zeig es mir. Kehre zum Polizeirevier zurück, okay. Wir geben dir erstmal, Preston, die Schrottmunition. 45er Munition. Haben wir davon noch neue bekommen? Ich guck mal. Ja. Und Schrotmunition. OPQR. Das Hammer für dich, sehr schön. Sommerkleidung. Ja, gehen wir die mal. Oh mein Gott. Hast du mal einen Augenblick Zeit? Oh, was denn? Was gibt's? Als wir uns das erste Mal trafen, hatte ich zugegebenermaßen meine Zweifel, was dich anbelangt. Aber du hast mich schwer beeindruckt. Jemand wie du kann die Minutemen wirklich retten. Das freut mich. Danke. Das aus deinem Mund zu hören, bedeutet mir viel. Mittlerweile ist dir sicher klar, wie sehr mir die Minutemen am Herzen liegen. Als ich noch klein war, waren die Minutemen meine Helden. Eigentlich waren sie sogar die einzigen Guten in der Gegend. Mit 17 trat ich der Kompanie von Ezra Hollis bei. Ein echt toller Kerl, der wirklich an die alten Werte der Minutemen glaubte. Dort hatten wir ein paar gute Jahre. Ich fühlte mich als Teil von etwas, das größer war als ich. Und ich half dabei, das Commonwealth zu einem besseren Ort zu machen. Das freut mich aber. Hört sich an, als hättet ihr wirklich etwas erreicht. Das haben wir auch, denke ich. Weiß ich. Aber wie du siehst, war es nicht von Dauer. Es gab sicher eine Menge Dinge, die mir nicht klar waren oder auf die ich nicht genug achtete. Du weißt schon. Politik, Rivalitäten, Feindseligkeiten zwischen den einzelnen Gruppen. Ich denke, General Becker hat alles zusammengehalten und dafür gesorgt, dass alle mehr oder weniger am selben Strang ziehen. Aber nach seinem Tod kam alles ans Tageslicht. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Diese Leute schimpften sich Minutemen. Eigentlich hätte ihnen ihre Pflicht den Menschen gegenüber wichtiger sein sollen als alles andere. Du denkst sicher, ich war ziemlich naiv, oder? War ich wohl auch. Und bin ich trotz allem wohl immer noch. Ich glaube noch immer, dass die Minutemen das sein können, wofür ich sie immer gehalten habe. Die Guten. Finde ich gut, ja. Wir sind die Guten. Wir geben unser Bestes.
und eine Menge haben wir dir als Vorbild zu verdanken. Also, was ich damit sagen will, ist, danke. Wie dem auch sei, ich weiß zu schätzen, dass du dir das angehört hast. Jederzeit, Preston. Danke, Mann. Wir sollten da mal besser weiter. Immer wieder gerne, Preston. Jetzt schauen wir uns erstmal die Waffe an. Rechtmäßige Herrschaft heißt die Waffe, wie krass. Wo ist denn die Waffe, die wir gerade haben? Da 77, 209. Reichweite. Okay, ja, die ist schon besser. So. Gut, jetzt kämpfen wir mit der rechtmäßigen Herrschaft. Sehr cool, auf jeden Fall. Sind wir irgendwie gerade deutlich schneller geworden? Komm ich so vor? Okay, wir sollten jetzt auf jeden Fall nochmal zum Polizeirevier zurückgehen. Haben wir eine ganze Menge geschafft, muss ich mal sagen. Kann ich mir das irgendwie auf der Karte markieren lassen? Ich finde es nämlich gerade nicht. Da. Sehr schön. Nee, ich konnte einfach nicht Preston alleine lassen. Das wäre einfach nicht gut gewesen. Ihr könnt mir aber gerne nochmal schreiben, was ihr gemacht hättet. Das verlockende Angebot war natürlich klar gegeben. Ach, hier können wir noch reingehen. Das ist aber ziemlich runtergekommen aus das Haus. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Ja, denke ich. Bringt nichts. Unzugänglich? Nein! Ich wollte nicht rausgehen. Erstmal werde ich mir immer kurz schnell speichern. Dann gucke hier nochmal rein. Was macht man denn, wenn es komplett unzugänglich ist? Kommt man da überhaupt nicht rein? Was haben wir hier? Kaputte Lampe, Sofa. Ticker Globus. Trinkglas. Ein Toaster. Ah, Experte. Das hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Sehr gut. Irgendwie ist hier ein Safe noch. Ach. Auf jeden Fall in diese Richtung. Cool. Patronen, Patronen, sehr schön. Patronen und Geld. Die Silbergabel nehmen wir auch nochmal mit. Eine Rohrzange. Was ist denn hier los? Sehr gut. Hier unten ist noch alles ganz gut in Schuss. Coca-Cola-Flasche. Irgendwie hätte ich mir hier ein bisschen mehr erwartet. Dafür, dass es so... Ah, da haben wir doch auch noch was. Meine Güte, mal echt viel entsperren. Nicht ganz. Ein bisschen höher noch. Sehr schön. Die Lupe nehmen wir am besten noch mit. Ah, hier ist auch noch was. Ja, doch, das sind eigentlich doch ein paar ganz nette Sachen gewesen dabei. Sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal hier reinzugehen.
Ein abgenutzter Filzhut? Nee. Ich bräuchte mal einen gescheiten Helm, muss ich sagen. Der, den ich jetzt aktuell trage, ist jetzt nicht gerade ein Meisterstück. Stellbare Schraubenschlüssel waren, glaube ich, immer mit Zahnrädern. Das ist immer sehr nett. So. Jetzt haben wir die ganzen Sachen eingesackt. Jetzt machen wir hier nochmal ein Safe. Momentan bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Bezüglich der Sachen, die hier passieren können. Da können wir auch noch drüber laufen. Aber erstmal gehen wir, würde ich sagen... Ah, stimmt. Hier hatten wir... Moment, wo ist er denn? Preston? Wir brauchen auf jeden Fall einen Harnisch. Linkes Bein, rechtes Bein, Gurtzeug. Er hat rechter, er braucht linker Arm. Rechtes Bein. Linkes Bein, rechter Arm. Haben die denn nichts angehabt an der Brust auch alle? Meine Güte. Aufgepasst. Sag mir ein. So, rechter Arm. Das heißt, wir müssen da jetzt... Was war das? Eine Rüstung... Boah, kann man da nicht irgendwie schneller nach unten kommen? Das ist ja schrecklich. Hier muss jetzt irgendwo sein. Genau, das da. Linkes Bein, rechter Arm. So. Okay, jetzt braucht er. Er hat 1, 2. Linker Arm, rechter Arm. Sieht doch schon mal ganz geil aus, eigentlich, Preston. Du brauchst nur noch einfach eine Rüstung. Das wäre ganz cool. Für den Bauchbereich. Weil da bist du nämlich nicht so gut geschützt aktuell. Und irgendwie war es anscheinend wirklich ein Zufallsevent, in das wir hier reingerannt sind. Also die nächste Brustrüstung. Moment. Na komm, Preston. Hallo? Also ich glaube. Sag mir einfach wo. Nochmal um nachzugucken. Also er hat linkes Bein, rechter Arm. Linker Arm, rechtes Bein. Okay. Er hat vier Teile. Also es fehlt ihm, und wenn wir jetzt mal hier genau das anschauen, haben wir 1, 2, 3, 4. Also er hat quasi Brust und Helm fehlt ihm. Was, also was Starkes. Also den Helm hat er ja seine Mütze auf. Aber er bräuchte quasi eine starke Brustrüstung und Käfigrüstung. Das hört sich doch nach was für Preston an. Right away, bevor, passt. Zeitungsverkäufermütze. Es sieht irgendwie nicht nach was Sinnigem aus. Aber die Käfigrüstung, die klingt... Hey, was gibt's? Willst du Vorräte tauschen? Die klingt nach was. Kein Problem. Jetzt ist... Ach, da ist sie. Wow, das klingt aber auf jeden Fall krass. Also von den Stats her... Ist die auf allen Slots? Ja, das scheint so, die ist auf allen Slots. Ja, warum nicht? Hat auf jeden Fall Stil. Und 24er Sache muss man auch erstmal auf allem toppen. Wenn man mal guckt, das ist bei uns nämlich
Mit einem 38er. Das ist gar nicht so viel höher. Ja, das ist doch, das ist schon ein Stück höher, aber trotzdem. Das ist schon ein guter Wert für ihn jetzt. Ich finde das ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie großartig sieht. Ach ja. Ist ja eine Tür. Das habe ich auch gewusst, Preston. Natürlich. Sehr gut, dass du das mir aber gezeigt hast. Ich finde, wir brauchen auf jeden Fall, im Endeffekt sind wir ja General, eigentlich bräuchten wir diese Mütze und die grüne Brille. Hat es geklappt, Sir? Wie ist er denn früher da? Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Ich war das nicht allein. Ich hatte Zivilistenunterstützung. Ich habe ihm einen Platz in unserem Team angeboten. Aber ich weiß nicht, ob er das Angebot annehmen wird. Bis er sich entschieden hat, kann er hier gerne sein Lager aufschlagen, sofern das nicht unsere Operationen stört. Sehr gut. Paladin. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Nee, noch nicht. Nein, immer noch kein Interesse. Oh, das ist schade. Aber ich werde deine Entscheidung respektieren. Wenn du es dir anders überlegst, weißt du ja, wo du uns findest. Klar. Solltest du darüber nachdenken, der stehlenden Bruderschaft beizutreten? Wir brauchen Leute wie dich. Sprich mit Paladin Dance. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Was wäre meine Du würdest meinem Kommen. Keine. Das hatten wir aber auch schon. Am wichtigsten. Also, was sagst du? Ich muss noch etwas länger darüber nachdenken. Wie du meinst. Wenn du dich entschieden hast, du. Aha. Wenn du der stehlenden Bruderschaft nicht beitrittst, lässt du dir eine einmalige Gelegenheit entgehen. Müssen wir im Ernst das jetzt machen? Er ist immer noch markiert. Ich mache das jetzt mal so. Ich mache mal schnell speichern. Dance. Und es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Es wäre mir eine Ehre, beizutreten. Dann ist es also beschlossene Sache. Halen, Reese, begrüßt den neuesten Rekruten des Erkundungsteams. Er ist ziemlich vielversprechend. Und mit der richtigen Führung hat er das Zeug dazu, einer der Besten zu werden. Danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Versprochen. Du musst mir nichts mehr beweisen. Es war mehr als genug, den Sender zu holen. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Ich hatte keine Lust mehr, allein durch die Gegend zu ziehen. Schade. Ich hatte mich mit dem Gedanken, dass du verschwindest, schon angefreundet. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du? Du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner. Wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Oh Mann. Ich war noch nie gut darin, Regeln zu befolgen. Wenn du bei uns bleiben willst, erwarte ich, dass du meine Ratschläge ernst nimmst. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Bevor ich dich für weitere Aufgaben zu Halen und Reese schicke, gibt es noch eine Sache zu erledigen. Von diesem Tag an sollst du den Rang Anwärter tragen. Das ist nur ein Ausbildungsrang. Höhere Ränge darf ich nicht vergeben. Danke. Du musst dich nicht bedanken. Erfüll einfach weiter deine Pflicht, Soldat. Ad Victoriam, Anwärter. Er weiß doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. So, und jetzt melde dich bei Halen oder Reese für deine nächste Aufgabe. Wegtreten, Soldat. Das wir müssten dem beitreten? Im Ernst? Moment, das will ich aber nochmal laden. Ich will das doch. Das kann doch nicht sein. Ganz im Ernst. Ich will nicht zur Bruderschaft gehören. Paladin Dance. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest.
Können wir das vielleicht so machen, danach sagen, es war ein Witz? Also Halen, Reese, er ist ziemlich viel. Ich bin nur wegen der schicken Uniform dabei. Ach ja? Also hast du Bist du sauer, weil ich... Vielleicht. Reese, in Ordnung? Ob es dir passt oder... Und du? Du solltest... Mhm. Wir sind keine Söldner. Also anscheinend haben wir echt keine Wahl. Wirst du diese Grundsätze ohne... Okay, machen wir das ganz einfach. Wir laden das Ganze. Und machen das dann irgendwann anders mal. Lass mal die erstmal hier stehen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn du ihn möchtest. Wie ihr das Ganze seht, also soll ich der Bruderschaft beitreten? Ich finde irgendwie nicht so ganz cool. Und dann können wir gerne dann sagen, ob ich das machen soll. Und bis dahin bleibe ich auf jeden Fall erstmal draußen und alleine unterwegs. So. Genau, da kommen wir auch noch nach draußen. Gut, dann werde ich hier nämlich auch wie passend erstmal eine Pause machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einer neuen Folge Fallout 4 wieder. Also dann. Ciao, ciao.